Normalerweise berichte ich meist über die neuesten Elektroautos, aber wenn ein Hersteller behauptet, dass sein PHEV über 2000 Kilometer Reichweite hat, dann werfe ich auch darauf einen genaueren Blick. Alles, was man aktuell zum BYD Quinn L wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Kilometer ohne Zwischenstopp? Das ist für jedes Auto auf dem Markt ein Wunschtraum, egal ob es mit Treibstoff oder Strom betrieben wird. Aber jetzt wurde der BYD Quinn L DMI auf einer Veranstaltung in Xi'an vorgestellt, bei der auch das neue DM-System der 5. Generation von BYD vorgestellt wurde, das im Auto verwendet wird. Bei der Veranstaltung wurde auch der Seal 06 DMI vorgestellt, der das Zwillingsauto des Quinn L ist und die gleiche Plattform benutzt. Beim Launch überreichte BYD-Vorsitzender Wang Chuanfu die Schlüssel an die ersten Besitzer der Autos Quinn L und Seal 06 DMI und markierte damit den Beginn der DM-Ära der 5. Generation. Der Quinn L ist Teil der Dynasty-Reihe von BYD und nutzt die neue National Wave Drachengesichtsästhetik. Dadurch hat das Auto vorne einen Quinn-Charakter, der durch eine Chromleiste unterstrichen wird, und darunter befindet sich ein großer Kühlergrill. Interessanterweise behält der Quinn L die traditionellen Türgriffe bei. Es gibt eine starke Gürtellinie, die von den vorderen Kotflügeln bis zu den hinteren Türen verläuft. Auf der Rückseite erzeugt die Lichtgruppe einen kontinuierlichen Strom von einer Seite zur anderen und ist von traditionellen chinesischen Knoten inspiriert. BYD behauptet, dass der Innenraum von chinesischen Landschaftsgemälden inspiriert sei und dass der Innenraum auch verschiedene chinesische Knotenelemente beinhalte. Der Innenraum ist weniger belebt als der des Seal 06. Rund um den Gangwahlschalter befinden sich eine Reihe physischer Tasten zur Steuerung von Funktionen. Es gibt einen drehbaren, zentralen 15,6 Zoll Infotainment-Bildschirm und einen 8,8 Zoll LCD-Instrumentenbildschirm. Die Autos sind mit 6 Airbags, ETC, Mobiltelefon-NFC-Schlüssel, automatischer Klimaanlage, One-Touch-Fernsteuerung für das Fenster auf der Fahrerseite, Reifendruckkontrollsystem und mindestens 6 Lautsprechern ausgestattet. Modelle mit höherer Ausstattung verfügen zusätzlich über Funktionen wie ein Panoramaschiebedach, das Fahrassistenzsystem D-Pilot L2, einen elektrisch verstellbaren Sitz für den Beifahrer, eine Dashcam, 18 Zoll Räder, ein Soundsystem mit 8 Lautsprechern sowie Sitzheizung und Sitzbelüftung. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der BYD Quinn L ist 4,83 Meter lang, 1,9 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,79 Meter. Zu beachten ist auch, dass der Quinn L größer ist als der Quinn Plus. Die Federung ist die gleiche wie beim Seal 06 mit MacPherson-Federung vorne und neuer E-Type Vierlenker-Einzelradaufhängung hinten. BYDs neueste DM-Technologie der 5. Generation debütiert, wie schon erwähnt, im Quinn L und im Seal 06. Das neue PHEV-System optimiert die Arbeit zwischen Motor und Elektromotor und erhöht so den Gesamtwirkungsgrad. Mithilfe des KI-Energieverbrauchsmanagements wird ein Kraftstoffverbrauch von 2,9 Liter auf 100 Kilometer im NEFZ-Modus und 10,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im CLTC-Modus erreicht. Als Plug-in-Hybrid-System basiert es auf einem 1,5 Liter Motor mit einer maximalen Leistung von 74 kW oder 100 PS und einem Drehmoment von 126 Newtonmetern. Versionen mit niedrigerer Ausstattung haben eine rein elektrische Reichweite von 80 km nach CLTC und verwenden eine 10,08 kWh Batterie und einen 120 kW oder 163 PS Elektromotor mit 210 Newtonmeter Drehmoment. Höher ausgestattete Versionen erhalten die 15,874 kWh Batterie, die dem Auto eine CLTC-Reichweite von 120 km verleiht. Auch diese nutzen den leistungsstärkeren 160 kW oder 218 PS Motor mit einem Drehmoment von 260 Newtonmetern.
Die Gesamtreichweite soll bis zu 2100 Kilometer nach CLTC betragen. Natürlich ist der chinesische CLTC aufgeblasen, aber wenn man die 30% Differenz wegrechnet, sind das immer noch ca. 1500 Kilometer Reichweite. Es gibt 5 Modelle der Quin-L-Reihe mit Preisen zwischen 12.600 bis 17.800 Euro. Die Staffelung sieht so aus, dass die Modelle Leading und Transcendence, die rein elektrisch 80 km Reichweite schaffen, ab 12.600 bis 13.900 Euro starten. Die Modelle Leading, Excellence und Transcendence, die 120 km schaffen, beginnen dann bei 15.275 bis 17.800 Euro. Das sind offensichtlich alles chinesische Preise. Da es aber nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Modelle auch zu uns kommen, könnt ihr mir gern unter das Video schreiben, was ihr denkt, wie viel die bei uns kosten könnten. An die 2000 Kilometer Reichweite ist an sich schon krass, aber braucht man das wirklich? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!